Guten Tag, mein Name ist Andreas Seidel von der Firma Würfel Engineering. Wir sind Spezialisten für die Themen Simulation und Messung. Und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick in die Welt der Simulation bieten, welche Leistungen wir da bieten und welche Werkzeuge. Grundlegend, was ist eigentlich Simulation? Simulation ist die vereinfachte Darstellung, häufig über mathematische Ansätze, eines komplexen Sachverhalts. Die Idee dahinter ist, dass man mit relativ geringem Aufwand verschiedene Varianten untersuchen kann, das reelle Produktverhalten beispielsweise annähern kann oder einfach auch Dinge untersuchen kann, die man gar nicht erst testen kann. Ich habe Ihnen hierzu auch einige Beispiele mitgebracht. Diese sehen Sie hier auf der nächsten Folie. Es geht unter anderem um die Themen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik. Wir haben hier zum Beispiel das von uns entwickelte FM-Mensch-Modell in einem PKW sitzen, um den Komfort während der Fahrt zu untersuchen. Wir haben hier ein Menschmodell, unser Menschmodell wieder auf einem Krankenhausbett liegen, um zu untersuchen, wie gut ist dieses Bett? Verhindert es wirklich irgendwelche Schäden am Gewebe wie Wundliegen? Das Undenkbare haben wir mit 9/11 leider erlebt, Flugzeugabsturz. Auch diese Themenstellungen können virtuell über Simulation untersucht werden. Oder auch gesamte Windenergieanlagen. Hier ist es sogar von der Zertifizierung her vorgeschrieben, dass der Antriebsstrang komplett durchsimuliert und freigegeben werden muss. Aufgrund unseres tiefen Know-hows im Bereich Simulation sind wir auch Partner von Dassault Systèmes für das Simulia-Portfolio, in dem die Bereiche Mehrkörpersimulation, FEM-Simulation und Optimierung, insbesondere simulationsbasierte Optimierung, abgedeckt werden. Kommen wir zur Kernfrage. Wann kommt Simulation eigentlich in der Produktentwicklung zum Einsatz? Wir haben den typischen Prozess. Wir kriegen ein Lastenheft. Es geht über die Anforderungen auf die Baugruppe, auf die Bauteile. Häufig fängt der Konstrukteur dann an zu arbeiten, investiert sehr viel Zeit, sehr viele Gedanken, auch in Detailkonstruktionen wie Radien, Phasen etc. Es kommt ein fertiges Bauteil raus, es landet auf dem Prototypentest und manchmal wird das dann auch gerechnet. Und hiermit beantworte ich auch die Frage. Hier zu dieser ziemlich späten Phase beginnen die meisten Unternehmen erst mit Simulationen, wenn sie überhaupt simulieren. Das hat zur Folge, dass sehr, sehr viel Arbeitszeit bereits investiert wurde, dass der Berechner wieder sehr viele Details entfernen muss für seine Modelle und dass man auch kaum noch Möglichkeiten hat, Änderungen vorzunehmen, weil eben schon sehr viel fest ist zu diesem Zeitpunkt. Hier habe ich mal aufgetragen den Einfluss auf die Entwicklungszeiten und die Entwicklungskosten. Wenn man den klassischen Weg geht, das heißt, wir haben die Anforderungen, wir konstruieren, wir bauen den Prototypen, wir testen das Ganze. Und wenn wir jetzt die Simulation nehmen für das sogenannte Virtual Prototyping, um die Prototypentests basierend auf den CAD-Daten simulativ umzusetzen, sparen wir schon mal einiges an Zeit und Geld. Eigentlich eine schöne Sache, aber leider nicht ausreichend. Und warum nicht? Dazu komme ich jetzt. Wir haben bereits, wie vorher schon erwähnt, sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viele Ressourcen, sehr viel Geld investiert, um auf diesen Stand überhaupt zu kommen. Wir haben kaum noch Möglichkeiten, signifikante Änderungen vorzunehmen, weil der Bauraum meistens schon sehr eingeschränkt ist, weil die ganze Funktion dran hängt. Und weiterhin führt es meistens auch zu ziemlich zeitraubenden Iterationen zwischen Konstruktion und Berechnung. Die meisten kennen es, sie haben sehr viel Energie in die Konstruktion gesteckt, dann sagt der Berechner, hält nicht. Dann hat der Berechner vielleicht alte Datensätze. Das heißt, das Ganze hinkt ein kleines bisschen. Und hiermit gehe ich auch schon auf den nächsten Punkt ein. Wann sollte Simulation denn zum Einsatz kommen, um den maximalen Nutzen zu erzielen? Eigentlich direkt am Anfang. Das heißt, in dem Moment, wo unsere Anforderungen klar sind, wir haben einen Bauraum, wir haben irgendwelche Steifigkeitsvorgaben, zulässige Verformungen, zusätzliche Lasten, zulässige Lasten, können wir schon anfangen, das ganze System abzubilden. Das kann für eine solche Aufhängung beispielsweise so aussehen, dass wir nur einzelne Körper haben, die sind über Steifigkeitskennwerte, über irgendwelche Längenmaße miteinander verknüpft. Und wir können damit das Systemverhalten untersuchen. Basierend auf diesen relativ einfachen Modellen, die in kurzer Zeit aufgebaut sind, die mit kurzen Rechenzeiten arbeiten, können wir die Funktionen bereits überprüfen, bevor wir auch nur einen einzigen Strich für die Konstruktion getan haben. Und anhand dessen auch schon eine Optimierung durchführen von Anschlussmaßen und ähnlichen Eckbedingungen. Wenn wir dann aus dieser grundlegenden Systemsimulation Schnittlasten haben, Steifigkeitsanforderungen haben,
können wir die natürlich auch hernehmen und auf detailliertere Modelle für die einzelnen Komponenten runterbrechen. Hier sehen wir nochmal die Randbedingungen eingeblendet und gehen damit dann in unser FEM-Modell. Und hier kommt jetzt auch ein Punkt, es wird in letzter Zeit sehr häufig von disruptiver Entwicklung gesprochen. Das heißt, der komplette Entwicklungsprozess wird in gewisser Weise umgestellt. Wir haben nicht mehr den klassischen Weg, Lastenheft, Anforderungen, Konstruktion, vielleicht Simulation oder vielleicht auch direkt der Prototypentest, sondern das ganze Geschehen wird umgedreht. In dem Moment, wo wir unsere Lasten kennen, unsere Anforderungen kennen, unseren Bauraum kennen, können wir hingehen und diese Daten in die Simulation geben, ein optimales Bauteil, eine optimale Geometrie erzielen, wo wir sicher sind, dass die Funktion erfüllt ist. Das heißt, wir müssen hinten raus keine Schleifen drehen. Und anhand dieser optimierten Ergebnisse brauchen wir den erfahrenen Konstrukteur, der das Ganze in fertigbare, in gut umsetzbare Lösungen ausgestaltet. Wenn wir dann das fertige Bauteil haben, haben wir einen weiteren Vorteil. Wir haben ja bereits die Simulation mit den Anforderungen. Wir haben bereits die Systemsimulation. Das heißt, wir gehen hin, nehmen die detaillierten Ergebnisse des fertigen Bauteils, fügen sie einfach ein und können direkt auf Systemebene für die Gesamtfunktion die Validierung fahren, ohne dass wir hier hinten raus nochmal große Aufwände haben. Und damit ergibt sich ein geschlossener, ein schneller Prozess in der Entwicklung. Und wenn wir nochmal auf unsere Kosten respektive Entwicklungszeitgrafen kommen, können wir es durch diesen Prozess erreichen, dass wir die Kosten weiter reduzieren, dass wir die Entwicklungszeiten weiter reduzieren und weiterhin unsere Ingenieure für das einsetzen, was sie wirklich gut können, nämlich ihren Kopf anzustrengen und nicht die dritte und vierte und fünfte Variante zu rechnen. Wir, die Firma Wölfel, bieten Ihnen Dienstleistungen rund um das Thema Simulation und Optimierung, wenn Sie nur einige Projekte im Jahr haben, die Sie realisieren möchten, oder wenn Sie eine komplette Lösung bei sich in den Entwicklungsprozess implementieren möchten, bieten wir Ihnen hier auch die Software, die Beratung, die Schulung und den Support dafür. Und auch wenn Sie einmal hochanspruchsvolle Themenstellungen, wie beispielsweise ein FM-Mensch-Modell oder komplexe andere Materialien untersuchen möchten, bieten wir Ihnen hier die Methodenentwicklung, um Ihnen die optimalen Lösungen und Prozesse anbieten zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bei Interesse können Sie mich gerne kontaktieren.